zurück, auch schon die offizielle Begrüßung. Ja, herzlich willkommen zu den Webinaren von werdedigital.at. Wir sind eine Initiative ungefähr vor etwas über einem Jahr ins Leben gerufen von Meral Akin-Hecke und mir. Und unser Ziel ist es, dass wir Medienkompetenzbildung anzubieten. Wir versuchen das in innovativen Formaten, so wie dieses Webinar eines ist. Ja, mein Name ist David Röttler. In der Vorstellung habe ich den Link gepostet zu meinem Weblog. Ich beschäftige mich sehr viel mit digitaler Bildung, eben auch jetzt mit den Webinaren, aber auch mit Journalismus. Ja, ich freue mich sehr, dass die Webinare doch immer besser angenommen werden, dass wir spannende Verbreitungspartner gefunden haben. Da ist also einmal zu nennen unser Innovationspartner DorfTV. Ich zeige es in der Freigabe, damit man da auch einen Eindruck bekommt, was hier noch auch drumherum passiert. Hier haben wir jetzt DorfTV, die Website. Das ist ein Community-Fernsehen in Linz und Umgebung. Und dort sind wir auch live zu sehen. Im Web und im Fernsehen. Das Gleiche sollte auch bei Okto passieren. Genau, jetzt höre ich mich doppelt. Das heißt, wir laufen hier auch in Okto im Programm. Okto ist das Wiener freie Fernsehen. Und auch ganz neu, so wie Okto, ist hier, dass wir von den Salzburger Nachrichten, mit den Salzburger Nachrichten zusammenarbeiten. Hier sollte auch irgendwo der Livestream zu finden sein. Ich sehe ihn jetzt noch nicht, aber hier ist die Ankündigung dazu. In den Salzburger Nachrichten. Ja, also super, danke für diese Kooperation und danke auch allen anderen Kooperationspartnern, die auch irgendwie mit beteiligt sind. Startseite. Na klar, ich gehe auf die Startseite. Und hier live, aber den Stream kann ich jetzt nicht sehen. Thomas, da musst du mir noch irgendwo den direkten Link vielleicht dazu posten, ganz oben auf der Startseite. Aha. Ja, ganz oben, ja. Ganz oben. Ganz oben. Du siehst ganz oben. Ach, jetzt live dort in dieser Leiste. Ah, cool. Super, super, super. Gut, gut. Ja, da sind wir zu sehen. Ja, super, super spannend. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Heutiges Thema ist Windows 10. Wer es noch nicht getan hat, darf noch ein bisschen was reinschreiben in die Vorstellungsrunde, darf die Abstimmung machen, damit wir wissen, wie weit ihr mit Windows 10 schon seid, ob ihr überlegt, das zu installieren. Alle, die uns auf der Website der Salzburger Nachrichten in Okto oder bei DorfTV zuschauen, ihr findet auch irgendwo den Link, um ins Webinar reinzukommen. Und dann ist es also möglich, über das Zuschauen hinaus auch wirklich mitzumachen, mitzuchatten und gegebenenfalls auch die Kamera einzuschalten und mitzureden. Ja, danke. Schön, dass du da bist heute als Windows 10-Experte. Es war gar nicht so leicht, solche zu finden, weil in meinem Umfeld, und ich muss auch selbst von mir sagen, ich bin auch vor 2 Jahren sozusagen konvertiert ins andere Lager übergewechselt und jetzt auf Mac. Aber dennoch bin ich sehr gespannt, was sich auf der Windows-Seite tut, auch weil ich einen Seitenrechner auch noch habe, und da überlege ich jetzt natürlich auch, ob dort von Windows 8 dann auf Windows 10. Stell dich nochmal vor und dann steigen wir ein ins Thema. Hallo, mein Name ist Cetania Svoboda. Ich bin Geschäftsführer bei der BrightSky IT GmbH. Wir bauen Computernetzwerke für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben schon auch erste Kunden 10 umgestellt. Es ist aber immer so Geschichte eben.
Man muss sich den Kunden sehr genau anschauen, ob der jetzt schon bereit ist, gerade im geschäftlichen Bereich, ob alle seine Applikationen wirklich mit Windows 10 funktionieren. Ja, deswegen habe ich beschäftigen müssen. Ja. Jalan, du musst jetzt, glaube ich, doch versuchen, ich stelle doch noch ein bisschen lauter zu sprechen, wahrscheinlich, ja. Möglicherweise doch ein bisschen lauter sprechen. Okay, ja. Aber vielleicht wird es jetzt besser, wenn man nochmal versucht, ein bisschen was umzustellen. Super, wir schauen kurz hier in die Umfrage rein. Also 4 haben Windows 10 schon installiert. Vielleicht können die 4, die das angegeben haben, kurz mal auch in den Chat reintippen, wie es euch geht nach der Installation, wie ihr zufrieden seid. 6 überlegen noch und eine Person sagt, kommt nicht auf meinen Rechner. Vielleicht könnt ihr jetzt auch überhaupt alle, die wollen, irgendwie kurz reintippen, was würde euch besonders interessieren. Wir haben genau Zeit bis um 12 Uhr. Wir haben natürlich, oder Chaitanya hat Programm vorbereitet, aber was würde euch besonders interessieren? Thomas sagt, die Installation war sehr einfach, aber der Rechner ist nicht wesentlich langsamer, das ist ja schon okay. Verlangsamt Windows 10 den Rechner für Daniel? Das ist eine ganz wichtige Frage, denke ich. Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es in gewissen Bereichen sogar schneller ist, solange man nicht in irgendwelche Fehler beim Upgrade hineinrasselt, ja. Aber das Windows 10 ist bei mir, würde ich sagen, gleich, wenn nicht sogar ein bisschen schneller als Windows 8.1. Mhm. Das Gut. Zieht sich auch bei meinen Kunden so ziemlich durch, ja. Gut, Thema Datenschutz ist sicher für jeden interessant, schreibt Just Curious. Also zum Thema Datenschutz habe ich ein paar Folien vorbereitet. Man kann hier sehr viel einstellen. Es ist ja sicher auch, sage ich mal, es ist ein gewisses berechtigt, aber es ist auch schon sehr viel Panikmache dabei. Und man kann, wenn man will, sehr viel abstellen, was es meiner Meinung nach vertretbar ist, ja. Peter meint, ich will am aktuellen System bleiben, arbeitet jetzt auf Windows 7 und 8, beruflich privat, aber mich verunsichern die Meldungen, die jetzt dort ja aufgetaucht sind zum Thema Datenschutz. Da ist also wirklich Microsoft wieder mal, ja eigentlich nach längerer Zeit, oder? Ich meine, Datenschutzproblematik war irgendwie Google und hauptsächlich Facebook. Microsoft war da ein bisschen aus den Medien. Naja, es ist an und für sich, sag ich mal, bei jeder neuen Windows-Version kommt irgendwie das Thema Datenschutz. Ja, also es ist bei Windows 7 gekommen, es ist bei Windows 8 gekommen. Gewisse Dinge, die jetzt bei Windows 10 angekreidet werden, die waren teilweise schon Bestandteil von Windows 8. Also es ist irgendwie lustig, dass die jetzt erst so populär werden. Ja. Wie gesagt, man kann über die Konfiguration... David? Ja, ja, ich bin da. Wolltest du es sagen? Nein, wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen an, was du uns mitgebracht hast zu den Einstellungen, oder? Was kann man beachten? Also es ist so, wenn ich im Prinzip durch diesen Prozess durch bin, über das Windows-Update oder über dieses Tool, das Microsoft zur Verfügung stellt, komme ich zu ein paar weniger interessanten Dialogen. Ich habe im Prinzip ein paar Screenshots gestern bei einem Upgrade gemacht von Dialogen, die interessant sind. Zum einen ist es eben dieses Einstellungen anpassen mit diesem Schnelleinstieg. Dahinter verbergen sich sehr viele Sicherheitseinstellungen, was synchronisiert wird, Dienste, die verwendet werden sollen. Wenn man da wirklich sicher gehen will und möglichst wenig Informationen preisgeben will, muss man einfach alles auf Ausschalten. Ja. Es ist zugegeben, einfach auf Express-Einstellungen zu klicken und dann sind alle Einstellungen auch wirklich eingeschaltet. Das ist halt ein Kritikpunkt. Ja.
Okay, das Sind die das heißt, gleiche? wenn wir Also es ist es, nicht. schauen wir noch mal kurz zurück, was ich da gesehen habe, dass ich noch dazu was fragen Ja. kann. Ich gehe noch mal eins Ja. zurück. Personalisierung, Ihre Spracheingabe und Freihand personalisiert in dem Kontakt und Kalenderdetails mit zugehörigen Eingabedaten an Microsoft gesendet werden. Also ich meine, das klingt jetzt nicht ganz sympathisch, oder? Wenn Kontakt- und Kalenderdetails an Microsoft gesendet werden sollen, was wird dort dann wirklich geschickt? Also wirklich Ja, also meine Kalendereinträge. was dann genau im Hintergrund wirklich geschickt wird, kann ich nicht genau sagen. Also es sind auf jeden Fall die Metainformationen. Und es sind halt gewisse Dienste in Windows 10 integriert, wie zum Beispiel Cortana, die für die Spracherkennung, für diese Dienste wird eben auch, also für diese Spracherkennung, andere Features in Windows 10 wird das halt benötigt, ja. Okay, das Weil heißt, es wird tatsächlich die Namen aus meinem Adressbuch werden wahrscheinlich dann tatsächlich an Microsoft geschickt, damit die Spracherkennung dann den Namen auch richtig erkennen kann. ich gehe davon aus, dass diese Einstellung für das notwendig ist, ja. Also richtig sympathisch ist das jetzt nicht unbedingt, oder? Das ist richtig, ja. Aber es ist auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt da in die Apple-Welt reinschaue und dann die Diktierfunktion am iPhone, das Siri anschaue, da wird auch nur die Sprachaufzeichnung an Apple übermittelt und ausgewertet. Ja. Also das heißt, es ist schon richtig, dass das nicht sehr sympathisch ist, aber es ist nicht nur Microsoft, die das so tun. Ja. Also es sind gewisse Dienste, wenn ich die nutzen will, ja, ich muss sie ja nicht nutzen. Da muss ich leider darauf aufnehmen, dass eben meine Daten hier übermittelt werden. Okay, jetzt probiere ich mal, dass ich hier wieder zurückkomme vom Ist das jetzt alles Homepage. irgendwie im Fullscreen-Modus? Ja, nein, ich Was probiere hier gerade anderes? wieder rauszufinden. Ich schalte ihn eigentlich selten ein, aber ich glaube, wir werden das hoffentlich gleich schaffen. Oder ich gebe mal die kurze Freigabe beenden, das hier ausblenden. Jetzt sehen wir uns immerhin wieder. Genau, ja. Und ich werd auch gleich wieder die Präsentation dann einblenden. So, wenn sie aus dem Vollbildmodus rausgehen würde, wiederherstellen. Na gut, dann sind wir Ich sehe die gleich. Präsentation jetzt gerade nicht. Ich auch nicht. Ja, ich versuche sie wieder reinzuholen und hoffe, dass sie Ah, nicht ja. wieder in der vollen Größe öffnet, aber wir haben sie gleich wieder. Jetzt können wir weitermachen. Super. Ja, das ist ein guter. Ja, dieser Smart Screen. Also dieses Smart Online-Dienst, das ist so eine Sache, der soll mich schützen. Ich schalte das generell auch aus, ja, damit auch hier wieder Daten übermittelt werden. Wie gesagt, man kann das ja auch alles ausschalten. Man muss diese Dienste nicht verwenden. Genau. Also ein weiterer Punkt ist nachher im Prinzip das Benutzerkonto. Microsoft hat mit Windows 8 die Möglichkeit eingeführt, dass man sich einem Microsoft-Konto, also so einem Hotmail-Konto oder haben wir sie früher geheißen, ein Outlook-Konto, direkt am Windows anmelden kann. Darüber werden dann mittels OneDrive Daten synchronisiert, Einstellungen synchronisiert, auch zwischen den verschiedenen Geräten. Da können wir darüber streiten, ob das toll ist oder nicht. Natürlich werden dann die Daten auch bei Microsoft gespeichert. Ja. Ich richte sehr oft so ein, dass ich den Benutzer lokal am PC nur erstelle. Das ist dieser Punkt, den was ich unten markiert habe. Ja. Kommt man dann was in diesen Dialog, und da kann man ganz normal wie bisher einen normalen lokalen PC-Benutzer anlegen und es werden auch dann keine Daten synchronisiert in dem Sinne. Quotenmann fragt ja, was bietet Windows 10 für die Spracherkennung? Also kann man jetzt Automat oder kann man also E-Mails zum Beispiel diktieren? Ja, es ist zugegeben gleich zu Siri etwas eingeschränkt, ja.
Man kann, soweit ich weiß, Kalender definieren. Man kann das nach dem Wetter fragen. Man kann im Web suchen. Ja. Aber keine Diktieren. E-Mails diktieren. Das ist schon zu Sie. viel. Oder Texte Ich habe es diktieren nicht in. probiert bis jetzt, muss ich gestehen. Vielleicht weiß es jemand. Das ist doch vielleicht eine interessante Frage. Also ich kann mich erinnern, ich habe immer externe Diktierprogramme verwendet, die so halbwegs funktioniert haben, um Texte zu diktieren. Ob das jetzt sozusagen mit eingebaut ist, wär interessant, wenn das auch jemand vielleicht aus dem Kreis der Teilnehmenden weiß, ob das funktioniert. Ja, Just Curious hat hier ein Zitat aus der Euler reinkopiert. Das ist, Euler ist übersetzt End-User License Agreement, wenn ich mich nicht irre. Also das, was man als Endbenutzer irgendwie unterschreiben muss, virtuell zumindest, damit man Windows nutzen kann. Und das klingt schon irgendwie ja, ziemlich heftig. Also da steht drinnen, Windows 10 oder Microsoft darf ganz, ganz schön viel, ja. Content der E-Mails lesen, aber Private Communications of Files in Private Folders. Also das ist Also schon ich, ja, also sehr ich will weitgehende hier natürlich Rechte. niemanden verteidigen. Aber ich denke, dass es teilweise eben für den Fall zu in den Euler geht, dass ich mich mit einem Microsoft-Konto anmelde und dann werden ja automatisiert meine ganzen privaten Dateien in der OneDrive übertragen. Ist im Prinzip auch nichts anderes, wie wenn ich jetzt meine Daten in Dropbox habe. Also der eine, weil in der USA sie hat, oder der andere ist im Prinzip dann auch schon das Gleiche. Ja. Es gibt da. Wäre jetzt ein bisschen ein ernüchternder Befund, ja, Ja, aber wahrscheinlich ist ich es habe auch bei der tatsächlich so. Microsoft direkt angesagt. Ich habe dort eine Antwort bekommen von der Microsoft Österreich. Ich habe sie jetzt auch eingeblendet. Sie sagen, Windows sammelt keine persönlichen Informationen ohne die Zustimmung der Benutzer, der User. Um Windows effizient als Service bereitzustellen zu können, sammelt Microsoft einige leistungsbezogene Diagnose- und Nutzinformationen und sowie Informationen zur Nutzung, ja, die dazu beitragen, um Windows und Apps einwandfrei funktionieren zu lassen. Ja. Das ist halt die Aussage von Microsoft Österreich und das müssen wir so glauben oder eben nicht. Ja. Vielleicht nochmal zurück zur Spracherkennung. Wissen wir mittlerweile, hat jemand nachgeschaut, ob man in Windows E-Mails diktieren kann oder Texte Ich in habe es Word? nebenbei gegoogelt. Ich habe es nebenbei Ja, gegoogelt. da Anscheinend ist es schreibt aktuell hier. nicht unterstützt. Ne? Okay, schade. Ja, Peter verwendet Dragon Naturally Speaking. Das hab ich auch mal probiert. Ich glaube, es hat gut funktioniert, aber ich konnte mich irgendwie nicht dran gewöhnen an das Sprechen mit dem Computer. Ja, also im Webinar sprechen ist okay. Da weiß ich, dass mir einige zuhören, aber das war für mich immer schwierig. Aber trotzdem wäre es eine interessante Funktion, Stimmt. das Ich schätze, das Diktieren. ist eine Funktion. Also das Cortana ist ja, macht den Eindruck, wie wenn es noch nicht so ganz fertig war. Also es hat einiges Basisinformationen meiner Meinung nach, die sehr gut funktionieren. Ich schätze mal, dass das Features sind, die nachgereicht werden. Ja? Also die Entwicklung bleibt ja jetzt nicht stehen. Von dem her. Genau, Just Curious meint, das, was er dort aus der Euler vorgelesen hat, wird möglicherweise dann auf OneDrive bezogen sein. Genau. Kann das sein? Das denke ich eben Ja, auch, aber das sonst ist wäre eh das das, auch was ich zuerst gesagt habe, ja. Dass eben ein Widerspruch, diese One, diese Antwort. genau, ja. Gut. Wie Ja. schon ganz am Anfang gesagt, Fragen, Anmerkungen gerne jederzeit im Chat. Wer Lust hat, darf sich auch im Bild mit einblenden oder auch die Hand heben oder auch mal einen kurzen Zwischenapplaus. Was ist,
Was auch noch so ein strittiger Punkt im Windows 10 generell ist, ist das Windows Update. Ja? Also Microsoft lässt es jetzt nicht mehr zu, dass man Updates gar nicht mehr installiert. Man kann sich, also Grundeinstellung wählt das Betriebssystem den Punkt der Installation selbst. Man kann diese Einstellung ändern, dass es im Prinzip zu einem gewissen Zeitpunkt installiert wird. Und wenn man eine Pro- oder Enterprise-Version hat, dann kann man gewisse Upgrades zurückstellen. Ja. Sie werden innerhalb einer gewissen Zeit dann trotzdem zwingend installiert. Chaitanya, du musst wieder ein bisschen lauter sprechen oder, okay, oder versuchen, das Mikro ein bisschen näher. Es ist komischerweise ein bisschen verrauscht. Ich hoffe, das liegt nicht an Windows 10, sondern am Headset. Ja, also ich Gut, darf ich nochmal fragen, bringen die Ausschaltungen dann Komfortverlust? Oder Chaitanya, glaubst du, dass man auch, wenn man also möglichst viel ausschaltet, dann wo ist der Komfortverlust dann da? Also ich habe nahezu alles ausgeschalten, ja. Ich merke keinen Komfortverlust, ich fühle mich sehr wohl mit meinem Windows 10. Es sind halt gewisse neue Features, die ich dann nicht nutzen kann, wie im Cortana oder gerade im privaten Bereich, dass ich meine Dateien über mehrere Rechner synchronisiere und meine Einstellungen. Ja, also die kann ich dann eben nicht nutzen, diese Features. Wenn ich die vorher nicht genutzt habe, dann fällt mir sicher kein in dem Sinn auf. Okay. Ja, man kann diese ganze Einstellung, die eben zuerst hergezeigt hat, natürlich auch im Nachhinein im Betriebssystem verändern. Es ist auch nicht die große Hürde. Man muss es nur wissen, dass es halt geht. Ja. Vielleicht schauen wir uns an, wo diese Einstellungen zu finden sind im Betriebssystem. Also ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles sehen. Ich habe in einer virtuellen Maschine mittels VMware gestern noch schnell eine virtuelle Maschine installiert, um das demonstrieren zu können. Ist offenbar gerade. Genau. Ja? Erklär kurz auch noch, was ist eine virtuelle Maschine und das VMware und wie kommt man dazu? Ja, eine virtuelle Maschine ist simulierte Hardware. Das heißt, ich kann auf einem physikalischen Computer mehrere virtuelle Maschinen erstellen und meine Hardware unterteilen und somit unterschiedlichste Betriebssysteme auch installieren auf einer physikalischen Hardware. Ja. Das hat zum einen ressourcentechnische Vorteile, braucht nicht drei PCs, dann drei PCs, die was Strom verbrauchen. Ja. Ja, also das heißt, man kann mal unterschiedliche Betriebssysteme ausprobieren. Das heißt, man könnte jetzt hier auch, wenn man will, Windows 7 installieren oder sogar Windows 95. Genau, also Voraussetzung ist natürlich, dass man eine Lizenz hat. Ja. Man kann Windows 7, Linux. Ja. Kann man Mac OS auch installieren? Also rein theoretisch, wenn man die richtigen Kniffe kennt, würde es funktionieren, aber es ist aus lizenzrechtlichen Gründen von Apple jetzt nicht zugelassen, ja. Was möglich ist, wenn man im Prinzip ein Apple-Betriebssystem hat, soweit ich weiß, ja, also hundertprozentig bitte festnageln, kann man auf einem Apple ein Mac OS X virtualisieren. Aber das darf nur auf Apple sein, soweit ich weiß. Okay, gut, aber wieder zurück zum Eigentlichen. Wir schauen uns an hier auf dieser virtuellen Maschine, aber das ist eine ganz normale Windows 10-Installation. Die ist ganz frisch. Die Sicherheitseinstellungen und wie man sich auch hier noch ändern kann. Genau, also es ist im Prinzip diese Einstellungen, die wir zuerst haben, sind eben in zwei
unterteilt. Das eine sind die Datenschutzeinstellungen und das andere sind die Kontoeinstellungen. Ja. In die Datenschutzeinstellungen wird im Prinzip alles geregelt, was Daten betrifft, die eben an Microsoft oder an andere übertragen werden, genauso wie Funktionserkennung, auf meine Kamera zugreifen. Also hier kann man das sogar bis auf die App runter regeln, das ist sehr granular. Die andere Geschichte ist eben bei den Kontoeinstellungen. Hier kann ich eben jetzt statt meinem lokalen Konto ein Microsoft-Konto wechseln, wenn ich das wollen würde. Und dann kann ich eben meine ganzen Einstellungen über alle Geräte synchronisieren. Es gibt noch eine Geschichte, die was irgendwie sehr populär war. Und zwar, das ist das mit den WLAN-Einstellungen. Ja. Also es werden keine WLAN-Passwörter an meine Kontakte oder Facebook-Kontakte übertragen, es werden lediglich die offenen Netzwerke übertragen. Ja. Das ist halt eher so ein Crowdsourcing-Gedanken. Ja. Ich muss wieder ein bisschen lauter sprechen oder näher zum Mikro. Okay. Ich kann hier die Einstellungen eben synchronisieren, wenn ich dieses Microsoft-Konto habe. Und dann kann ich auch wirklich definieren, was soll synchronisiert werden. Soll nur mein Design synchronisiert werden, meine Webbrowser-Einstellungen, meine Kennwörter. Das ist so ein Punkt, den ich normal immer deaktiviere. Meine Spracheinstellungen, Bedienungseinstellungen und generelle Windows-Einstellungen. Die Geschichte mit Design-Einstellungen ist eine Sache, finde ich jetzt nicht so tragisch. Also irgendwie ganz angenehm, wenn ich auf allen meinen Geräten die gleichen Designeinstellungen habe. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Ja, hier gibt es auch noch eine Frage im Chat. Was hältst du von Do Not Spy? Anscheinend ist das ein Programm. Genau, der deutsche Entwickler Jonas Zimmer. Das einzelne Programm, ich halte generell von diesen Programmen sehr wenig, weil ich schon diverse Testberichte von solchen Programmen gelesen habe, dass diese Programme selber zwar irgendwelche Einstellungen deaktivieren, aber selber Spyware sind oder Schadsoftware. Ja. Und das jetzt natürlich ein guter Zeitpunkt ist, wenn die User verunsichert sind, dass ich irgendwo im Internet irgendein Programm finde, wo ich werde mal den Programmierer im Prinzip und das installieren. Ich will jetzt nicht persönlich gegen den Prinzip sagen, aber ich würde diese Programme sehr mit Vorsicht genießen. Ja. Kennst du irgendein Sicherheitsprogramm, dem du vertrauen würdest, dass du empfehlen würdest? Oder wie ist es mit Antivirenprogrammen? Ich kann mich erinnern, also bei Windows 95 und auch später war das irgendwie schon sehr wichtig, dass man irgendein Antivirusprogramm verwendet hat? Es ist so, dass Microsoft seit Windows 8 ihre Security Antivirenprogramm von Microsoft direkt in Windows integriert. Es schneidet nicht immer so gut bei Testberichten ab. Ich empfehle unseren Kunden generell ISET, slowenischer Antivirenhersteller, aber es gibt natürlich auch die andere Hersteller. Kannst du es mir nochmal nennen, wie das Programm heißt, damit ich es in den Chat kopieren kann? ISET. ISET. Oder schreib es selber rein. ISET. ISET. Genau. Okay. Ah, noch habe ich es nicht. Also, ich habe mit diesem Programm halt die Erfahrungen gemacht, dass es wenig Systemperformance ist und doch eine sehr gute Erkennung hat. Genau. Ist ja auch oft ein Problem dann, dass diese Programme sehr viele Computerressourcen brauchen und der Rechner dann wirklich langsam wird. Also das Ziel ist, wenn ich damit arbeite und nicht das Antivirenprogramm. Aktuell ist es so, dass das System schonend ist.
Genau. Du musst wieder versuchen, ein bisschen näher zum Mikro zu kommen. Wir haben das zwar im Vorfeld versucht zu testen, aber wir haben es dann doch nicht so richtig toll hingekriegt. Versuch es uns noch mal mit dem Peak zu. Ist es Ja. besser? Ja, wir hören. Dass man Malware im besten Fall Adware damit installiert. Also genau. Also das kann passieren, wie Chat dann ja gesagt hat. Malware, Genau. Malware. Ja, Malware macht irgendwelche, kann irgendeinen Schaden Ja. hervorrufen. Ist halt Oder kann oft irgendwas, generell in ist halt diesen irgendwas kleinen Bösartiges. Ja, und Adware, damit hat man sich dann Programmen zumindest drin. Werbung geholt. Ja. Die vielleicht Vielleicht auch noch kurz. irgendwelche Daten. Ja, vielleicht noch kurz zu diesem ESET, zu dem Antivirenprogramm, das du empfohlen hast. Das kostet Geld oder ist das kostenlos? ESET kostet Geld. Antivirus-Lizenz für einen PC bei 25 Euro im Jahr liegt es circa. Ja, es gibt natürlich diverse freie Antivirenprogramme, aber ich zahle lieber da die 25 Euro. Man muss auch sagen, wenn man mehr PCs damit schützt, wird es einiges billiger. Denke, dass ich 25 Euro schon nehme, dass ich mir einen PC zahle. Gut. Okay, was gibt es noch für Einstellungen, die man beachten könnte jetzt in Windows 10? Frage, Bildschirmfreigabe ist noch aktiv, oder? Ja. Ja, wir Ich sehen klicke einmal das. kurz in die Windows-Update-Einstellungen, damit wir das sehen. Ein Windows-Update lädt gerade herunter, ohne dass es mich gefragt hat. Genau, ich kann hier eben die Installationsart für die Update auswählen. Das heißt, jetzt ist standardmäßig nach der Installation ist automatisch ausgewählt. Ich kann aber zu Planung eines Neustarts benachrichtigt auch. Ich kann hier, wenn ich eben diese Pro-Version oder die Enterprise-Versionen habe, kann ich Upgrades zurückstellen. Das heißt, dass gewisse Updates, wo sehr viele Änderungen drin sind, im Prinzip zurückgestellt werden. Ich kann eben auch jetzt für andere Microsoft-Produkte installieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Microsoft Office installiert habe, ist das sicher ein Feature, das sinnvoll ist, weil ja auch in Office immer wieder Sicherheitslücken entdeckt werden, die aktiv ausgenutzt werden. Es gibt dann noch diesen Windows Defender, das ist ein Programm, das eben auch Schadsoftware erkennen soll. Also da gibt es auch so eine Funktion, die im Prinzip gewisse Signaturen in die Cloud überträgt und so. Den Schutz, den kann man natürlich deaktivieren. Ja. Dann wird eben in die Cloud tragen. Diese Übermittlung von Beispielen genauso, ja. Wobei es ist halt so, wenn der Hersteller nie was von Beispielen, nie was von diesen Problemen erfährt oder von neuen Schadprogrammen, dann kann er auch halt keinen Schutz dagegen geben. Es ist ja auch so oft, dass Virenschutzprogramme danach fragen, dass man eben die Datei zu weiteren Diagnosen an den Hersteller trägt. Das ist je nach Genau. Programm unterschiedlich. Ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil der Ton ein bisschen schlechter wird, leider. Also, Okay, ja. du musst deine laute Lautstärke beibehalten. Eine ganz generelle Frage stellt hier Quotenmann. Wie kam es zu Windows 10? Hat Microsoft die User und Userinnen gefragt, was sie gerne hätten, oder haben die einfach gemacht, was sie dachten, was gut sei? Also, Sie haben ja mit Windows 8 sehr viel Prügel bezogen im Prinzip, ja, oder nicht alle so begeistert von dem System, ja. Also Microsoft hat sehr viel, ist mir persönlich vorgekommen, mit den Nutzern geredet, es hat diverse Umfragen gegeben. Es ist auf diversen Microsoft-Events viel darüber gesprochen worden und
Ich habe schon den Eindruck, dass Microsoft mit Windows 10 ein System geschaffen hat, das besser wieder auf den Nutzer optimiert ist als Windows 8. Weil mit Windows 8 ist einfach das ganze Bedienkonzept sehr grundlegend geändert worden und mit Windows 10 hat man das dann wieder ein bisschen abgeflacht. Also dieses Startmenü schaut doch sehr anders aus, aber es ist halt doch noch ein Startmenü und kann es sich einfach dann seinen Wünschen anpassen. Gib nochmal deinen Bildschirm frei, ich hatte das jetzt gerade beendet, dass wir nochmal reinschauen können. Ja, gibt es noch Fragen zu Einstellungen oder was würdest du uns gerne noch zeigen, Chaitanya? Ja. Es gibt noch ein paar Features, die ganz nett sind. Das, was viele vielleicht Apple-Welt kennen, zwar ist es jetzt seit Windows 10 eine Multi-Desktop-Unterstützung, das heißt, ich kann verschiedene Desktops anlegen, kann dann meine Applikationen zwischen den einzelnen Desktops eben verschieben. Erinnert ein bisschen an Mac, oder? Genau, ja. Also das ist sicher eine Funktion, die aus der Mac-Welt schon bekannt ist. Ich will nicht sagen, dass sie kopiert ist. Es ist doch irgendwie ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Aber ja, Apple war in dem Fall sicher erster. Zeig mal das Startmenü, das jetzt sich verändert oder nicht verändert hat. Das ist das neue Startmenü. Es kommt dann aber doch sofort die Kachelansicht, oder? Ja, es kommt sofort die Kachelansicht. Aber ich kann auch hier unten alle Apps durchsuchen. Kann dann einfach hier durchscrollen. Ja. Das ist auch mit Unterordnern. Ich persönlich empfinde es als sehr angenehm, weil ich einfach alle Apps, die für mich wichtig sind, in das Startmenü hole. Wie man es halt früher mit Favoriten oder so getan hat. Ja. Schaut dann bei mir so aus. Ich empfinde das als sehr angenehm. Ja. Also mir kommt vor, ich bin schneller beim Arbeiten wie unter Windows 7. Genau. Es gibt eben diese Live-Kacheln, also es gibt im Prinzip unterschiedliche Art von Programmen unter Windows 10. Ja. Das eine sind Programme, die wie bisher in der normalen Desktop-Umgebung gelaufen sind und dann gibt es eben Anwendungen, die was im Prinzip Apps sind, die in dieser neuen Benutzerumgebung von Microsoft laufen. Das sind im Prinzip diese aktiven Kacheln auch, wie die Nachrichten oder das Wetter. Ja. Die können halt dann auch aktuelle Informationen einblenden. Das kennt man, glaube ich, aus der Apple-Welt mit diesen Widgets. Ich glaube, Widgets hast du unter Apple, oder? Nein, ja. Weiß ich gar nicht. Also ich hatte auch mal einen Mac, ich bin jetzt nur... Okay. Okay, na, schaut ja eigentlich ganz, ganz hübsch aus. Genau. Ja, was würdet ihr gerne wissen von Chaitanya? Oder was würdet ihr gerne ergänzen? Eigene Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt. Oder braucht ihr noch Entscheidungshilfe? Ob Windows 10 jetzt installiert werden soll oder nicht. Es kostet ja nichts mehr. Das ist nicht richtig. Aber ab einer bestimmten Version, oder? Wie ist das? Also, wenn ich Windows 7 oder Windows 8 als OEM-Version habe, kostenlos upgraden, dazu ist zu beachten, ich kann es zwar mit einem neuen Medium installieren, aber ich muss mindestens einmal mit meiner aktuellen Lizenz den Windows-Upgrade durchgeführt haben im Betriebssystem, dass ich wirklich das Upgrade gemacht habe. Danach kann ich das mit einem ISO-File, das was Microsoft zum Download anbietet, auch frisch installieren. Brauche nicht zuerst mal ein anderes Betriebssystem installieren. Und Microsoft überträgt im Prinzip bei diesem Upgrade die Lizenzen an Microsoft-Lizenz-Server, dass dann diese Aktivierung im Prinzip stattfinden kann. Okay, du musst wieder Spur lauter. Ja. Eine sehr persönliche Frage hier, fast persönliche Frage. Warum arbeitest du mit Windows und nicht mit Linux oder Mac OS?
Ja, also wir bauen halt sehr, wir bauen Computernetzwerke auf. Und es ist einfach so, dass die meisten Branchensoftwaren einfach unter Windows laufen. Ja? Und ich verwende natürlich das gleiche Betriebssystem wie meine Kunden. Ja? Anderer Grund ist, es gibt gewisse Administrationsapplikationen. Da gab es bis vor kurzem gewisse Administrationsapplikationen, die nur unter Windows gelaufen sind und der Apple immer eine virtuelle Maschine zuerst starten haben müssen, um dann meine Applikation zu starten. Das betrifft den VMware. Da gab es bis vor ein paar Jahren nur die Möglichkeit, über eine Windows-Applikation das zu administrieren. Das war für mich einer der Gründe, warum ich immer Windows gewechselt bin. Mittlerweile bietet VMware webbasierte Administration an. Ist das sinnvoll? Ich sehe, es tippt noch wer. Vielleicht ein kleiner, genau, so auch für Windows 10 unbedingt einen Touchscreen am Tablet, Also finde ich das ganz gut zum Arbeiten. ich habe ein privates Notebook mit Touchscreen. Da empfinde ich es sehr elegant, das mit Touchscreen zu bedienen, wobei ich auch sehr viel das Mauspad hernehme. Mein Arbeitsgerät und da die Arbeitsgeräte bei meinen Kunden haben durch die Bank keinen Touchscreen. Der ist einfach nicht notwendig. Ja. Es ist halt die ganze Benutzeroberfläche ist natürlich für die Touchscreen-Eingabe auch optimiert. Ja. Das finde ich irgendwie einen sehr eleganten Weg, dass Microsoft im Prinzip am Tablet genau das gleiche System hat wie am normalen PC. Ja. Wie ist es mit Smartphone? Kommt da auch Windows 10? Ja, es kommt Windows 10. Also aktuell gibt es nur Preview davon. Ich war bis vor einer Woche Apple iPhone-User. Mein iPhone hat leider einen Sturz am Asphalt nicht überlebt und ich habe mir jetzt mal experimentellerweise ein Windows Phone zugelegt. Ja. Und? Das läuft aktuell mit Windows 8, ist von der Bedienung besser, als ich mir gedacht habe. Okay. Und wenn es dann noch auf Windows 10 umgestellt wird, dann wahrscheinlich nochmal eine gute Integration mit dem Desktop. Genau, ich gehe davon aus, ja. Ich habe diese Preview nicht gewagt, weil ich es halt schon sehr viel brauche zum Telefonieren. Und wenn dann irgendwas nicht geht, ja, möchte ich nicht der Erste sein, der das herausfindet. Ja, Okay, und Design wird natürlich dann auch ganz ähnlich wahrscheinlich aussehen. ich kann das kurz herzeigen. Ja. Das ist im Prinzip auch diese Kacheloptik, ja. Was mir sehr gut gefällt, ich kann mir zum Beispiel gewisse Kontakte direkt in die Hauptoberfläche, also in diese Oberfläche herauslegen, was ich öfter brauche. Und ich bin sehr schnell eigentlich in der Bedienung. Also die ersten 2 Tage waren eine ziemliche Umstellung, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich mein iPhone dann doch vermisst, ja. Aber mittlerweile finde ich es nicht mehr so schlecht. Ja. Also Sie haben einige Nachteile, aber Sie haben auch einige Vorteile. Aber Sie haben sicher noch Aufholbedarf am Smartphone-Markt, das muss man ehrlich sagen. Ich meine, Sie sind ja auch wesentlich später gekommen. Also Apple war Richtig, mit iOS doch ein paar Jahre früher da. ich finde es halt dann doch genial, dass Sie versuchen, mit einem Betriebssystem und mit einer Bedienungsoberfläche im Prinzip jegliches Gerät abzudecken. Also das können Mitbewerber so nicht, ja. Also Wir haben ja noch eine Frage zur Windows-Installation von Just Curious. Wie viel Festplattenspeicher wird mehr benötigt, wenn man es 10 haben will? das ist eine gute Frage. Darauf habe ich ehrlich gesagt nie geachtet. Ich Man hat denke, genug Speicherplatz wahrscheinlich. ja, also zum einen ist es so, dass Windows im Upgrade-Prozess das System überprüft. Daher gehe ich davon aus, dass es Upgrade nicht. Also ich gehe davon aus, dass Microsoft das überprüft und ein Upgrade gar nicht durchführt, wenn zu wenig Festplattenspeicher vorhanden ist. Würde ich hoffen, ja.
Ich würde mindestens darauf achten, dass ich 20 bis 30 GB freien Speicher habe. Also das war zum Beispiel beim privaten Notebook so, und da hat es gut funktioniert. Ja. Da waren es circa 25 GB, was ich frei hatte. Ich kann mich noch erinnern an Windows 95 oder Windows 3.1 Disketten im 3,5 Zoll-Format. Ja, Das waren noch das ist andere natürlich Dimensionen. das Windows-Betriebssystem ist natürlich immer größer geworden. Ich meine, es wird ja auch um einiges bunter und hat auch immer mehr Funktionen und logischerweise braucht es dann auch mehr Platz. Ja. Ich sehe hier unten auch auf deinem Bildschirm Office. Ja. Ist das schon Office 2016? Ja, es ist Office 2016. Ich bin mittlerweile seit, ich glaube, 2 Monate. Ja, das ist die Preview, ja. Also ich weiß, es ist seit gestern Office 2016 offiziell heraus. Eben, dürfen wir da mal reinschauen? Zeig uns mal, wie Word zum Beispiel aussieht. Also es schaut nicht wesentlich anders aus wie in der Office 2013, muss man sagen, ne? Die Grundfunktion. Tust trotzdem mal öffnen. Ich bin ganz neugierig und vielleicht andere auch. Genau, also das ist im Prinzip das Word. Du musst es über die, legst über die V, über den VMware-Bildschirm, dann sehen wir es. Ich wäre nicht drüber. Siehst du es nicht? Nein, nein. Siehst du immer noch das VMware-Bild? Ich sehe immer das VMware-Bild. Dann gehen Ich wir beende mal. mal kurz die Freigabe und gebe eine neue Freigabe im Monitor. Genau. Genau so machen wir es. Peter fragt hier nochmal auch zu Windows 10. Wenn Windows 10 nicht gefällt, kann man wieder zurück zu Windows 8. Also es gibt von offizieller Seite keinen Knopf, wo ich jetzt wieder aufs alte Betriebssystem umstellen kann, soweit ich weiß. Muss ich es Also, halt neu installieren, ja. Last Curious hat hier einen Tipp eingepostet, wie es offenbar doch funktioniert. Also ich habe nicht gesagt, dass es nicht funktioniert. Nicht offiziell. Ja, es ist nicht offiziell, Achso, aber man okay, die schreiben sieht es eben. tatsächlich. Wir leisten Okay, keine also Beratung. einen. Ich habe diese Funktion nicht gekannt, aber laut Offenbar geht diesem es dann doch. Link ist es möglich, ja. Also, Okay. Ja, super. das ist ja, also wenn das wirklich stimmt, ist das eigentlich sehr cool, dass Microsoft das anbietet, finde ich. Zu Windows 7 zurückkehren. Nicht schlecht, ja. Probier nochmal die Freigabe. Irgendwie mag die noch nichts. Mag Du hast noch nicht. nicht. Oder es fehlt noch ein Klick. Bei mir steht, der Bildschirm ist freigegeben. Ja. Ah, es ist schwarz bei uns. Es ist schwarz. Ich tue mir das ganze Fenster weg und tue nochmal ein neues rein. Gebe es mal auf einem anderen Monitor. Sonst wäre es noch einmal ganz nett, einen Blick in Office 2016. So. Jetzt, aber Seht ihr jetzt was? also möglicherweise ist Windows 10 noch nicht so ganz toll kompatibel mit Adobe Connect. Okay. Das sind immer so ein paar Schwierigkeiten, aber wir sehen einfach nur schwarz. Das tut mir jetzt sehr leid, weil Nicht so schlimm. Vielleicht erzähl kurz, Office 2016, also du sagst, vom Design hat sich nicht viel verändert, was hat sich dann verändert? User Interface her ist es ziemlich gleich geblieben. Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen stabiler läuft. Also ich hatte gerade Outlook. Ich habe eine relativ große Mailbox. Das Problem, dass Outlook ab und zu abgestürzt ist bei 2013, das Problem habe ich jetzt eigentlich mit 2016 so nicht mehr. Es gibt wahrscheinlich im Hintergrund viele Funktionalitäten in Excel und so, die wahrscheinlich ein Excel-Guru besser erklären kann als ich. Ja. Okay, also es scheint jetzt nicht überlebenswichtig zu sein. Ja, es ist also meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich bahnbrechend, dass sich geändert hat. Ja. Wenn ich es jetzt offen habe und nicht weiß, dass es jetzt Office 2016 ist, dann merke ich fast keinen Unterschied. Es gibt eine Funktion, die sie eingebaut haben, die vielleicht für Benutzer interessant ist, die wenig mit Office arbeitet.
arbeiten, und zwar die ist oben bei uns, steht, was möchten Sie tun? Dann kann ich im Prinzip nach Funktionen suchen, weil ich mir nicht sicher bin, wo die versteckt sind. Okay. Zum Beispiel, ich möchte ein Bild einfügen, ja. Dann schlägt es mir automatisch die richtigen Dialoge vor. Ja. Gut, also so ich vielleicht wie Karl, wie diese Klammer, oder? Nein, schon was anderes. Das gab es doch mal, oder? In Office. Kannst du dich erinnern an diese Büroklammer, diese Office-Hilfe, die es vor 15 Jahren mal gab? Aber schon anders wahrscheinlich. Nein, schon anders, ja. Also es schlägt im Prinzip dann sofort die richtige Funktion vor. Mhm. Mhm. Ja. Also es ist immer diese Klammer da, ja. Sehr nervig irgendwie. Die war nervig, ja. Hier wird ein bisschen diskutiert. Innerhalb eines Monats geht es relativ problemlos. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf Office bist oder auf Windows. Wie bitte? Hier im Chat wird gerade diskutiert, wie es sich anfühlt nach einem Monat. Ich habe den Kontext da gerade ein bisschen verloren. Ja, wir haben noch ungefähr 8 Minuten Zeit, wirklich noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen an Chaitanya. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn man eine Nvidia-Grafikkarte hat, das Problem hatte ich selbst, stürzt diese neue Desktop-Oberfläche ab und zu ab, ja. Dann ist es notwendig, neuesten Treiber zu installieren. Da hat Nvidia gestern einen Treiber veröffentlicht, der meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Vorher hatte ich da öfters Probleme. Okay. Gut. Einmal Fragen sind aber nicht direkt an uns, oder? Ja, da wird miteinander diskutiert, das ist auch schön. Einmal bin ich zurück auf Windows 7, bin aber jetzt wieder auf Windows 10. Wenn man es gewöhnt ist, ist es meiner Meinung nach besser. Also ich habe keinen Kunden, den wir auf Windows 10 umgestellt haben, der jetzt wieder auf Windows 7 zurück wollte. Okay. Nicht. Also es ist natürlich ein, zwei Tage ein bisschen Umgewöhnung und die müssen wir dann natürlich die 2 Tage oft ein bisschen mehr supporten. Und dann funktioniert es eigentlich sehr reibungslos. Gut, also das ist ja doch ein positiver Ausblick. Das heißt letztendlich, um irgendwie zu resümieren, du würdest empfehlen, den Umstieg, die Datenschutzbedenken, die gibt es überall, oder? Ja, also ich denke, also ich würde den Umstieg auf jeden Fall empfehlen für Windows 8-Benutzer. Windows 7 würde ich auf jeden Fall mit den Applikationen ein bisschen aufpassen, ob die auch wirklich dann für Windows 10 kompatibel sind. Oft muss man irgendwie Applikationen vorher noch updaten. Auf jeden Fall vorher Datensicherung durchzuführen, dass ich zur Not ein altes System installieren kann. Datensicherung generell, immer das notwendig sein soll. Gut. Ja, mir fallen jetzt kaum noch Fragen ein. vielleicht bleibt auch nicht viel mehr als auch die kommenden Webinare dann anzukündigen. Es geht jetzt im Wochenrhythmus weiter mit unterschiedlichsten Themen. Nächste Woche zum Beispiel um Internetrecherche mit Google. Wie kann man Google, gibt's ein paar Kniffe, die man beachten kann, um einfach mehr aus Google raus. Ist auch die Facebook-Einladung dazu, die ist noch relativ leer, weil ich die gerade erst angelegt habe. Jetzt gebe ich mal doch nochmal meinen Bildschirm frei und zeige ein bisschen was, wie die
für die nächste Zeit als kleine Vorschau. Ist auch zu sehen. Genau, also hier, das ist nächste Woche, ein Referent dann aus Hamburg. Die Webinare werden ein bisschen internationaler, der dort Journalismus studiert und uns Recherchetricks zu Google verraten wird. Eine neue Webinarreihe, ich glaube, die hatte ich noch nicht erwähnt heute, startet auch in Kürze, nämlich auch heute in einer Woche. Da ist dann eine bisschen andere Zielgruppe vielleicht, aber wahrscheinlich gibt es auch Überschneidungen, nämlich Zielgruppe sind hier Eltern, auch Großeltern, und wir sprechen auch über digitale Themen, und der erste Termin wird sich dort befassen mit kostenlosen Online-Lernplattformen für die Schule, also wo kann man online irgendwie einmal eins üben. Das startet also heute in einer Woche Donnerstag von 20 bis 21 Uhr aber dann, weil wir hoffen, dass dann die Kinder schon im Bett sind und die Eltern Zeit haben, da zu machen. Der zweite Termin hier wäre der 8. Oktober, und hier geht es um Smartphone-Nutzung von Kindern. Und so weiter, auch im Wochenrhythmus Informationen dazu auf dieser Website bei DG4Family. Ja, ich glaube, das waren jetzt auch die wichtigsten Hinweise für die Fortsetzung. Ja, wir hoffen sehr, dass ihr wieder dabei seid. Chaitanya, eine abschließende Bemerkung vielleicht auch noch von deiner Seite. Abschließende Bemerkung. Okay. Ja, also ich denke, wir haben ja mittlerweile die Wahl. Also wir können Linux, Apple, Windows installieren, und es obliegt dann jedem selber, welches Betriebssystem er nutzen möchte. Ich bin schon eher begeistert von Windows 10. Kann es auf jeden Fall jedem nahelegen, sich das mal näher anzusehen. Was dann verwendet, kann er selbst entscheiden. Gut, super. Vielen Dank, Chaitanya. Danke, dass du bist. Gerne. Danke, dass ihr da wart und ein bisschen mitdiskutiert habt. Ja, nicht nur hier im Webinarraum, sondern vielleicht auch auf der Webseite der Salzburger Nachrichten, auf OKTO.tv und auf Dorf.tv. Genau. Nächste Woche, wie gesagt, um die gleiche Zeit geht es weiter dann mit Google. Wir haben ja noch einen kleinen Feedback-Fragebogen vorbereitet. Den habe ich jetzt hier auch gerade in den Chat reingelegt. Wär fein, wenn ihr dort draufklicken würdet und ja, uns auch Vorschläge macht, welche Themen oder was wir besser machen können. Vielen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Gut. Tschüss. Ciao.